die Tochter finden auf den Terrassen und irgendwer hat keine Munition. Ja? Feier ist wahrscheinlich, genau. Haben wir hier vielleicht noch Truhen? Also wir haben hier noch Wissen liegen. Ein Alchemielabor. Eine Vase, aber das war's auch schon. Also hier ist nichts von Bedeutung. So, jetzt müssen wir wieder auf die Terrasse. Die stehen hier rum wie Ölgötzen. Und versuchen das Ding zu halten. Geht und findet ein glorreiches Ende gegen die namenlose Horde, während Tishiana untergeht. Schweigt! Ich will... Okay, die können wir nicht überreden. Und ich hatte gerade keine Lust, den langen Text vorzulesen. Also da stand nur, wir brauchen Hilfe gegen den Verräter, aber ist ihr egal. Oh, da ist noch ein Versteck. Hier war ein Versteck irgendwo. Ist hier vielleicht was Neues drin? Nein. Und Filiasum brennt. So, machen wir mal kurz einen Quicksave. Weil hier sind Hordekrieger im Weg. Okay, die stehen da einfach doof rum. Filiason, hey, auf den. Million Hammerschlag. Du Doppelpfeil. Ich da. Die Bogenschützen, die kratzen mich nicht. Was Filiaso nicht so viel aushält hingegen, ist nicht ganz so toll. Wie viel Lebenspunkt hat Filiaso eigentlich? 57. So. Gut, jetzt sind noch die beiden Schützen übrig. Die kriegen wir aber auch noch tot. Sehr schön. So, Filiason, bitte mal aufstehen. Einmal verarzten. So, wir können hier, glaube ich, nicht zur Terrasse runter, sondern auf der anderen Seite da. Filiason hat wie viele Punkte? Genug, um einmal seine Lebensenergie um einen Punkt zu steigern. Ah, das ist schon wieder falsch. Die Terrasse ist da unten lang, wenn ich richtig sehe. Gucken wir mal kurz. Oder ist es da oben? Ich glaube, die Terrasse ist da unten. Hier ist der Händler. Hier sind zwei Verstecke, wo nichts drin ist. Ah, die Terrasse ist da unten. Okay, dann würde ich sagen, wir kümmern uns um den Hort. Da ist sie. Da müssen wir hin. Da ist sie eingeschlossen. Wir müssen auf die andere Seite rüber und uns mit dem Horde-Oger prügeln. Ah, Filiason könnte eine Heilung vertragen. Ja, das können wir jetzt auch noch gebrauchen. Ach du meine Güte. Ach du Schreck. Alles sofort auf den Anführer. Der muss so schnell wie möglich weg.
Okay, Filiasen ist wieder down. Gut. Ja? So, drei greifen Kairis an, drei greifen mich an. Nee, nur zwei greifen mich an. Dann sollte Fyris mal gucken, dass er ein bisschen das Weite sucht. Ich sollte mal einen Einbeersaft trinken. Angriff! Vorgrim auf den Horde-Mutanten. Ja. So. Gut, noch ein Horde-Mutant weg. Oh, ich bin down. Das ist auch nicht so gut. Ha! Weiche! Es sind aber zum Glück nur noch drei Kämpfer. Okay, vier. Ich habe mich verzählt. Oh, und die Schützen da hinten. Ich glaube, ich helfe mal kurz Fyris aus. Ja. Dass ich Fyris heilen kann. Ja. Au. Ja. So, und heil mal kurz Vorgrim noch. So, zum Glück hält Vorgrim genug aus. Ja. Na komm, einen Wuchtschlag gönnen wir uns noch. Au. Gut. Jetzt sind nur noch die Horde Schützen übrig. Einen hämmer ich mal um. So. Geschafft. Du heilst dich mal selber. Und dann heilst du ihn. Was? Du Heilung auf mich. Benno hier. Balsam Salabunde. Und du heil einfach nochmal mit einem Verband ihn hier. Am besten nochmal. Dann kann sich Fyris Astralenergie etwas regenerieren. So. Gut. Jetzt müssen wir hier runter. Und kommen hoffentlich gegen den Horde-Oger und die anderen beiden und die beiden Mutanten an. Ja, sie wird da definitiv in die Enge getrieben. Achtung! Was? Angriff! Okay. Ja, Beißwaffen. Du machst das. Okay, der scheint sich nicht so sehr von ja? Weiche! Scheint sich nicht so sehr von Wunden beeindrucken zu lassen. Ist aber halb so wild. Hey, schnell erledigt. Mit dem kommen wir trotzdem klar. Oh doch, jetzt hat er Wunden. Aber ich glaube, jetzt hat er auch nicht mehr so viel Lebensenergie, dass wir uns jetzt darum Sorgen machen müssen. Genau, er ist weg. Fyris, mach mal das Mutantengift vom Vorgrund weg. Das ist nämlich böse. So. Hast du was Interessantes dabei? Nö.
Habt ihr was Interessantes dabei? Auch nicht. Hallo. Hab Dank. Beinahe hätte ich hier mein Ende gefunden. Ja, natürlich. Folgt mir, ich bringe dich dorthin. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt auf dem Rückweg... Das war ja jetzt schon mal knapp genug, als der Horde-Anführer aufgetaucht ist. Ich weiß, warum ich im Kampf... Oh. So. Eine ist wenigstens weg. Den anderen beiden sind Mutanten. Okay. Und ein Hordekrieger. So. Der Hordekrieger ist schon mal ausgefallen. Die Horde-Mutanten leben auch nicht mehr lange. Ein Hordeschütze. Da oben. Ein Hordeschütze mit einer Wunde. Ein gleich toter Hordeschütze. Genau. Oh, da ist noch ein Hordeschütze. Mit einem Knüppel. Ja, direkt in die Seite. Das tut weh. So, kommt doch mal eine Welle. Ich hoffe mal, wir bleiben jetzt erstmal davon verschont. Ich frage mich, wenn das hier alles falsch ist. Also wie Filiason gesagt hat, eine Globulenwelt. Große Sporenbomben. Oh, ein Horde-Anführer. Ja, mit aller Macht. Ja. Ein Horde-Anführer und zwei Horde-Oger. Weil wir haben ihn mit dem Hammerschlag wenigstens umgebolzt. So, der Horde-Anführer ist schon mal weg. Gut. Ja. Nur erst gehört. Na? Angriff! Ja? Weiche! Du hast nicht mehr genug. Dann hau du mal auf den da Kugelblitz. Nein, Kugelblitz auf den da bitte. Ja? War ihr! Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich einen von den Ogern ausschalten. So. Wunden sind wirklich eine feine Sache in dem Spiel, wenn man sie dem Gegner zufügen kann. Genau, jetzt ist nämlich schon mal ein Horde-Oger weg. Vor allem, weil die Wunden die Gegner auch noch schwächern und schwächer machen. Schwächeln lassen. Was? Hey, schnell erledigt. Au. Okay, auf mich losrennen ist nicht so toll. Okay, der Ogre scheint dann doch etwas stärker zu sein. Ha! Achtung! Mit aller Macht! Also, er scheint resistenter gegen Wunden zu sein, meinte ich damit. Gut. Noch ein Ogre kaputt. Und ja. An dieser Stelle mache ich, auch wenn es wieder spannend ist, erstmal einen Cut. Also speichere ich LP. Dieses Mal auf 48. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den Finalfolgen. Also, bis dann.